Ja, servus und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2. Ich möchte mit euch heute noch eine weitere Fahrt machen heute. Die zweite Folge am Sonntag. Wir gehen mal nach Düsseldorf und gucken mal, was uns da erwartet. 410 Kilometer. Wir gucken mal nach der längsten Strecke. Das ist die sogar. 9.026 Euro werden wir als Navi-Ziel einstellen und dann dort die Fracht abliefern. Ich mache die Spiegel mal raus, werde auch mal eben gleich die Werkstatt anfahren, da ich den Vorhang weg haben will noch, der gefällt mir nicht. Muss ich ganz ehrlich zugeben, ich werde die Sachen noch alle aktivieren. Und dann fahren wir jetzt gleich zur Werkstatt. Machen den Vorhang weg, der stört mich echt ungemein. Dann werden wir mal schauen mit der Fahrt, dass wir die gut hinkriegen. Ja, ich weiß, 1 Kilometer noch. Ich fahre aber durch zum Händler erst, durch zur Werkstatt. Danach hole ich den Auflieger. So, sehr schön. Einmal. Müsste geradeaus sein und dann rechts rein irgendwo. Da hinten müsste das sein. Die nächste Ampel rechts. Wenn ich rot wäre, könnten wir rechts fahren. Aber da rot ist, müssen wir anhalten. Komm, gib Gas. Gib Gas. Ich muss Geld verdienen. Viel, viel Geld verdienen müssen wir. So, dann können wir mal gucken, ob wir unseren Truck noch etwas modifizieren. LKW-Reparatur machen wir mal eben durch. Die Wartung. Was ist mit einem neuen Motor? Ab dem nächsten Level gibt es einen neuen Motor. Wir werden aber hier definitiv den Vorhang demontieren. Und Sonnenblende gibt es eine neue. Hopp, 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 hopp. Was kostet so eine Fahne? So eine Deutschlandfahne zum Beispiel. €10, ja komm. Die nehmen wir damit. Für 10 Euro kann man eigentlich nichts sagen. Unterer Kühlergrill, Schutz. Hier hätten wir nochmal einen Schutz. Ist ja nicht verkehrt.
Dann nehmen wir Michelin-Männchen. Und da werden wir, ich habe mir wie gesagt ein paar Mods drauf. Wo ist Gelblicht? Gelblicht wollte ich haben. Damit auch auffällig, ne? Wenn man das dann nicht sieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Aber okay. Wir werden bestellen. Dann gucken wir, wie gesagt, dass wir uns dann jetzt einen besseren Motor anschaffen. Rundumleuchte. Frontmontierungen, Dachmontierungen. Und sollte man eigentlich nicht mehr übersehen mit dieser Montur. Gleich nochmal rechts. Wenn wir jetzt noch übersehen werden, dann weiß ich auch nicht weiter. Zumindest nach vorne haben wir relativ viel Bling Bling. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Klar, ich geht noch mehr mit Hilfe der Mods auch. Aber naja, okay. Frachtmarkt. Wo ist die Fracht? Hier ist die Fracht. 410 Kilometer. Werden wir machen für 9000 irgendwas. So, einmal ankoppeln. Und dann werden wir Gas geben. Ab nach, wohin müssen wir überhaupt? Hamburg. Hamburg. Grüße gehen raus. Blackjack. Wir kommen zu dir. Wir fahren Richtung Hamburg. Ne, mein Freund? Na ja, klar, du wohnst ja nicht in Hamburg, sondern in der Nähe, aber Großstadt Hamburg, deiner Gegend, im Umkreis da. Dann fahren wir jetzt nach Hamburg. Hamburg, Hamburg. Einmal Gas geben, sehr schön. Wir können 80 fahren, sehr schön, das ist noch besser. Umso besser.
Ich bin mal gespannt, was ein besserer Motor kostet. Oder ob ich doch lieber hingehe oder wir doch lieber hingehen und in eine zweite Garage oder in eine ausgebaute Garage investieren und dann in einen zweiten LKW. Bin ich mal gespannt. Nicht wundern, wenn ihr das Geräusch hört. Meine Rollläden gehen gerade von selber hoch wieder. So, sieht doch gut aus. 380 Kilometer haben wir jetzt noch vor uns. Klar, das werden wir nicht komplett in einer Folge schaffen jetzt hier. Aber ich denke mal, zwei Folgen werden es werden. Ich werde es ungefähr in zwei Folgen aufteilen. Das sollte machbar sein. Wenn die Folgen ein bisschen länger. Aber wie gesagt, sollte eigentlich passen. So. Vorsicht, Daniel. Stehen Autos. So. Kilometer für Kilometer reißen wir hier runter. Wie gesagt, mir wurde gesagt, ja, du machst immer nur kleine Fahrten, mach doch mal längere Fahrten im Prinzip. Und von daher, wir versuchen jetzt nochmal zu leveln, werden nochmal die Fähigkeitspunkte auf Fernfahrt legen. Hier ist ein Autounfall passiert. Okay. Das sieht nicht gut aus. RTW steht auch da. Kreditraten in Höhe von 2.888 Euro wurden bezahlt. Hi. Wenn man mal Screenshot aufnehmen möchte. Pop, schnell wieder rein. Wie sagte ich jetzt Spiegel an? Mann! Hat unnötig Zeit gekostet. So, einmal rüber. Da ist nichts. Gut, dann können wir rüber. Ich mach mal doch Spiegel an. Ich weiß auch nie, was ich will. Mann! Wir müssen Richtung Hamburg. Also Hannover passt schon eher. Einmal rüber. Danke fürs Reinlassen noch. Kassel, Dortmund, Hannover. Wir müssen auf dem Mittelarm bleiben. Dann hoffe ich mal, dass wir gleich einen Rastplatz finden.
in Kürze. Dann eben auf Osnabrück. Wir müssen trotzdem noch drauf bleiben, okay. Ich werde jetzt eher in Richtung Hannover abgefahren, muss ich wirklich zugeben. Duisburg-Düsseldorf. Bremen, doch klar. Bremen, ne? Wir müssen Richtung Bremen. Erstmal. Bremen ist doch auch da oben. Sehr schön, da kommt ein Rastplatz. Den werden wir mitnehmen. Einmal tanken. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da. So, halt aus. Mutter aus. Und wir werden schlafen. Wie gesagt, bis zur nächsten Folge. Ciao und auf Wiedersehen.